Als nächstes spricht für die Fraktion Die Linke Frau Abgeordnete Wissler. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst einmal, wir sind erstaunt, dass wir heute nicht wie zu Beginn eines jeden Schuljahres üblich eine Regierungserklärung zur Schulpolitik erleben. Offensichtlich möchte die Landesregierung 4 Wochen vor der Bundestagswahl nicht über Lehrermangel, den stockenden Ausbau der Ganztagsschulen, die mangelnde Umsetzung der Inklusion, marode Schulgebäude und Schulschließungen reden. Da fällt es offenbar selbst einer um Eigenlob nicht verlegenen Landesregierung schwer, sich zu rühmen, meine Damen und Herren. Es scheint Ihnen also lieber zu sein, heute über fliegende Autos im Jahr 2070 zu reden, als über Schulen im Jahr 2017. Und, Herr Minister, Sie haben hier heute eine schöne neue Welt der Mobilität gezeichnet und Zukunftsvisionen, von denen wir noch sehr weit weg sind. Nun sind wir, das wissen Sie, Herr Minister, Visionen ja nicht abgeneigt. Aber leider haben Sie einige Aspekte völlig ausgeklammert bei Ihrer Zukunftsvision für den Verkehr 2035. Über die Bezahlbarkeit von Bussen und Bahnen beispielsweise haben Sie nichts gesagt, ebenso wenig wie zur Barrierefreiheit. Das sind aber Grundvoraussetzungen für Mobilität für alle. Denn wer sich die Fahrkarte nicht leisten kann oder wer als Rollstuhlfahrer erst gar nicht auf den Bahnsteig kommt, der bleibt außen vor. Und, Herr Minister, auch über die Beschäftigten, die tagtäglich Fahrgäste mit Bussen und Bahnen quer durchs Land fahren, und das leider zu immer schlechteren Bedingungen, auch über die haben Sie kein Wort verloren. Und ich finde, das ist der Arbeit der vielen Menschen, die im ÖPNV arbeiten, nicht angemessen. Herr Minister, Ihren Ausführungen, die Sie gemacht haben zum sogenannten Dieselskandal, kann ich in großen Teilen zustimmen. Aber dieser Dieselskandal, dieser sogenannte, ist eigentlich kein Dieselskandal, sondern es ist ein politischer Skandal. Es ist ein Skandal um einen Filz aus Politik und Automobilindustrie. Es ist ein Skandal um einen Bundesminister und ein Kraftfahrtbundesamt, die ihren Kontrollpflichten nicht nachkommen. Wir haben in den letzten Jahren einen munteren Personalaustausch zwischen Autoindustrie und staatlichen Aufsehern, zwischen Politik und Lobby erlebt. Und Ingenieure haben viel Zeit und Energie darauf verwendet, durch Betrugssoftware Grenzwerte zu unterlaufen, statt eine umweltfreundliche Technik zu entwickeln. Und die politisch Verantwortlichen haben das nicht unterbunden, obwohl es klare Hinweise darauf gab. Und deshalb, meine Damen und Herren, Grenzwerte, das sind keine unverbindlichen Empfehlungen. Jedes Jahr sterben Tausende Menschen durch Schadstoffe, deren Emissionen vermeidbar wären. Und das ist auch eine soziale Frage. Nämlich an den stark befahrenen, an den stark belasteten Straßen wohnen tendenziell die weniger wohlhabenden Menschen, nämlich die, die sich keine anderen Wohnungen leisten können, während die dicksten Autos in der Regel von denen gefahren werden, die sie sich leisten können und sehr viel mehr vermögender ist. Deswegen ist die Frage von Luftreinheit und von Umweltschutz ist auch eine soziale Frage, meine Damen und Herren. All das hat nichts mit technischen Problemen zu tun. Es kann nur durch eine andere Politik gelöst werden. Wir brauchen kein Software-Update, sondern wir brauchen eine grundlegende Verkehrswende. Und dazu muss man eben auch bereit sein, sich mit den Vorständen der Automobilindustrie anzulegen, auch wenn es dann am Ende die eine oder andere Parteispende kostet, meine Damen und Herren. Ja, Mobilität, Elektromobilität kann manche Probleme lindern. Elektroautos können helfen, Schadstoffe in den Städten zu senken. Man muss aber schon hinzufügen, das haben Sie ja auch gemacht, Herr Minister, dass sie Innenstädte entlasten, weil die Schadstoffe einfach räumlich woanders entstehen. Oder wie die Anstalt das so schön auf den Punkt gebracht hat, der Auspuff des Elektroautos ist der Schornstein des Kohlekraftwerks. Das Elektroauto ist also so schmutzig oder sauber wie der Energiemix insgesamt. Und beim heutigen Energiemix nutzt ein Elektroauto dem Klima kaum. Die Schadstoffe kommen einfach nicht mehr aus dem Auto, sondern sie kommen woanders aus dem Schornstein. Und um die international vereinbarten Klimaziele zu erreichen, brauchen wir dringend Energieeinsparungen, und wir brauchen natürlich die Energiewende. Elektroautos sind kein Allheilmittel. Die meisten Probleme bleiben nämlich erhalten oder sie werden durch neue ersetzt. Und wenn man einmal den gesamten Produktionsprozess eines Elektroautos berücksichtigt,
sind die CO2-Emissionen nicht wesentlich geringer als die von normalen Fahrzeugen, da für die Batterieproduktion sehr viel Energie gebraucht wird und mehr Energie gebraucht wird als für die Produktion eines normalen Motors. Hinzu kommt, dass für die Herstellung von Batterien viele kritische Rohstoffe gebraucht werden, deren Vorkommen unter katastrophalen Umweltbedingungen und unter menschenverachtenden Arbeitsbedingungen im globalen Süden ausgebeutet werden. Und natürlich sind auch diese Rohstoffe endliche Ressourcen. Von daher löst das Elektroauto nicht die grundlegenden Verkehrsprobleme, die wir heute haben. Auch Elektroautos stehen noch im Stau, und auch Elektroautos verstopfen die Städte. Auch sie machen Autobahnen noch täglich zur Standspur und schöne Altbaustraßen zum vollgestellten Parkplatz. Und vielfach sind Elektroautos heute Luxus- und Statusartikel. Meistens werden sie nämlich zusätzlich zu Benzinern angeschafft, als Spielzeug oder eben als Einkaufszweitwagen. Meine Damen und Herren, Oslo ist heute die Stadt mit den meisten Elektroautos weltweit. Und zwar auch, weil man dafür insgesamt 20.000 € Förderung vom norwegischen Staat bekommt. Fakt ist allerdings, dass 60% dieser Elektroautos als Zweit- oder als Drittwagen angeschafft worden sind, die Elektroautobesitzer insgesamt mehr Auto fahren und die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zurückgegangen ist. Im Ergebnis heißt dann Elektromobilität konkret noch mehr Autos in der Stadt. Das ist natürlich vollkommener Unsinn, und das kann nicht die Vision für die Zukunft sein. Und wenn die deutschen Automobilhersteller nun mit dicken Premium-Limousinen und SUVs mit Elektroantrieb punkten wollen, dann zeigt das auch wieder, dass sie nichts begriffen haben. Wenn weiterhin mehrere Tonnen Gefährt für eine einzige Person durch die Gegend gefahren werden, dann löst das keine Energieprobleme. Und wenn die Autos weiterhin 23 Stunden am Tag ungenutzt herumstehen, dann löst das keine Platzprobleme in den Städten. Wenn die Autos immer weiterhin immer mehr werden, dann löst es die Verkehrsprobleme nicht. Und das ändert die Verkehrsprobleme auch dann nicht, wenn es einen geänderten Antrieb gibt, meine Damen und Herren. Wirkliche Antworten auf die Verkehrsprobleme heute zu finden, heißt auch, Verkehr zu reduzieren, nämlich die erzwungene Mobilität zu reduzieren. Frankfurt ist dieses Jahr wieder Vize-Pendlerhauptstadt. Kein Titel, auf den man stolz sein sollte, meine Damen und Herren. Und die Menschen, die Tag ein, Tag aus im Stau nach Frankfurt morgens rein und abends wieder rausstehen, ich glaube, Herr Minister, die können über den Titel Ihrer Regierungserklärung schnell ans Ziel vermutlich nur den Kopf schütteln. Denn viele Pendler sind gezwungen, teilweise weit zu pendeln, weil sie keinen bezahlbaren Wohnraum in der Stadt finden. Menschen müssen sich ja mittlerweile in ein Auto setzen, weil sie einen Hammer oder ein Werkzeug kaufen wollen, weil es oft in den Innenstädten überhaupt keine Einkaufsgelegenheiten in der Form mehr gibt. Verkehrspolitik ist eben mehr als die Planung von Verkehr. Verkehrspolitik ist auch Stadtplanung. Es ist die Steuerung von Gewerbeansiedlungen, die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe. Und Verkehrspolitik ist auch Wohnungspolitik, weil einfach immer nur mehr und immer breitere Straßen bauen und Elektroautos draufsetzen, das kann nicht die Lösung sein. Und ich sage Ihnen auch, wer sich tagtäglich mal darüber ärgert, dass Lieferwagen von UPS, DHL und wie sie alle heißen, Fahrbahnspuren und insbesondere Radwege zuparken, der sollte sich mal darüber im Klaren sein, dass das auch eine Folge der Privatisierung der Deutschen Post und der Liberalisierung des Paketmarktes ist, meine Damen und Herren. Ja, richtig. Herr Landau, da steht auch die Deutsche Post, die parkt auch die Radwege zu. Nur, wissen Sie, seit der Liberalisierung ist es eben so, dass nicht ein Lieferwagen der Deutschen Post nach Hinterdupfingen fährt und dort alle Pakete ausliefert, sondern gleich mehrere Unternehmen fahren mit mehreren Fahrzeugen dorthin und liefern dann an die Bewohner verschiedene Pakete aus. Und das ist ein Irrsinn. Das zeigt ganz konkret, dass Liberalisierung keine Probleme löst, sondern Probleme schafft, in dem Falle mit mehr Verkehr, meine Damen und Herren. Es ist gut, wenn Elektromobilität als Alternative erforscht wird. Bei Astrid Lindgren ist ja eine schöne Formulierung. Aber ich finde, Herr Landau, ich erkläre Sie noch gerne noch einmal. Nur, es ist natürlich ein Unterschied, ob ein Unternehmen, ob die Deutsche Post für die Paketlieferung zuständig war, sich dementsprechend Wege zurechtlegen konnte und gucken konnte, wie man möglichst effizient mit einem Auto irgendwo hinfährt, oder ob das jetzt
5 oder 10 oder 15 Unternehmen in Konkurrenz zueinander macht. Ja, auch das bedeutet mehr Verkehr, meine Damen und Herren. Ja, und es ist gut, wenn beim Thema Elektromobilität als Alternative geforscht wird, genau wie bei anderen Antriebsmethoden. Aber sie ist eben kein Allheilmittel, sondern dient oft auch als Alibi der Industrie, die sich reinwaschen will. Und ich finde, eines sollte man dem ganzen Elektroauto-Hype auch nicht vergessen. Funktionierende Elektromobilität gibt es ja seit mehr als einem Jahrhundert bei Straßenbahnen, U-Bahnen und Eisenbahnen. Und ich finde, das zeigt, dass wir genau auf den Weg setzen müssen, nicht mehr, immer mehr motorisierten, nicht immer mehr Individualverkehr, sondern die Stärkung des öffentlichen Verkehrs. Und genauso ist es beim Güterverkehr. Natürlich kann man jetzt noch anfangen, die hintereinander herfahrenden Lkw zu institutionalisieren, Gigaliner zulassen. Und dann kann man noch eine Oberleitung drüber klemmen, wie das jetzt beim Feldversuch bei der A5 geschehen soll. Oder aber man kann die Oberleitung dahin tun, wo sie hingehört, nämlich über eine Schiene, gerne auch parallel zur Autobahn. Den Lkw-Fernverkehr zu fördern, ist nicht sinnvoll. Stattdessen brauchen wir eine Trendwende auch im Güterverkehr. Und deshalb muss die Lkw-Maut erhöht werden, sie muss ausgeweitet werden, um eine Lenkungswirkung zu erzielen, sodass nur noch das mit dem Lkw gefahren wird, was mit dem Lkw gefahren werden muss. Und wir müssen neue menschenverträgliche Eisenbahngütertrassen planen und flexible Umschlagplätze. Das brauchen wir ganz dringend, statt jetzt immer noch mehr Verkehr und immer noch mehr Güter auf die Straße zu verlagern, meine Damen und Herren. Herr Minister, Sie haben auch die neuen Fahrkartenangebote angesprochen, das günstige Ticket für Schülerinnen und Schüler, die Freifahrt für Landesbeamte und Landesbeschäftigte. Das sind Schritte in die richtige Richtung, das erkennen wir an. Aber, ja, aber, das ist ein großes Aber, Sie schaffen auch neue Probleme und Ungerechtigkeiten. Und beim Schülerticket ergeben sich gleich mehrere Ungerechtigkeiten. Zum einen wird die Fahrt zur Schule in manchen Städten teurer als vorher. Und wer gar nicht hessenweit fahren will, was er jetzt darf, sondern einfach nur zur Schule, der hat nichts von diesem Mehrnutzen, der bezahlt nur mehr, teilweise 20%. Ich erkläre es Ihnen gerne, Herr Wiegel. Wenn ich regelmäßig von Frankfurt nach Köln fahre und dafür 50 € bezahle und mir dann gesagt wird, dass das Ticket ja 20 € teurer wird, mir dann aber erzählt wird, dass ich für den Preis dann aber auch gleich weiter nach Amsterdam fahren kann, ich aber gar nicht nach Amsterdam muss, dann freue ich mich noch nicht darüber, dass ich jetzt theoretisch kostenfrei nach Amsterdam fahren könnte, sondern ich ärgere mich darüber, dass ich für meine notwendige, regelmäßige Fahrt von Köln, von Frankfurt nach Köln jetzt mehr bezahlen muss. Und so ist es mit dem Schülerticket. Und so ergeben sich auch, und es ergeben sich weitere Ungerechtigkeiten unter den Schülern. Wer weiter als 3 km von der weiterführenden Schule wegwohnt, bekommt die hessenweite Freifahrt quasi geschenkt. Wer dieses auf wen das nicht zutrifft, der und dessen Eltern sich das Ticket nicht leisten können. Diese Kinder sind von Mobilität ausgeschlossen und sie können dann eben nicht, ja, die können aber dann nicht quer durchs Hessenland fahren, Herr Boddenberg. Auch das ist natürlich eine Ungerechtigkeit. Und wir können ja auch mal über die Schüler, was ist denn mit den Schülern, die eine weiter entfernte Schule besuchen, warum auch immer? Ja, weil es pädagogisch notwendig ist oder weil sie umgezogen sind, obwohl es im Umkreis von 3 km eine näherliegende Schule gibt. Was ist denn mit denen? Da entstehen neue Ungerechtigkeiten. Und man muss auch sagen, dass auch das Schülerticket für viele Familien schwer bezahlbar ist. Ja, 31 € sind ein guter Preis für eine Monatskarte im Vergleich zu den völlig überteuerten Preisen im Rhein-Main-Gebiet, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet. Aber für Eltern, die jeden Euro umdrehen müssen, ist es doch noch sehr viel Geld, insbesondere wenn mehrere Kinder es betrifft. Zum Vergleich. Der im Hartz-IV-Regelsatz eines Erwachsenen vorgesehenen Anteil für die gesamte Mobilität beträgt 26 €. Das sind 5 € weniger als das Ticket, so wie es jetzt beschlossen ist. Und ich finde, das sollten Sie nicht einfach abtun. Sie, Herr Minister, haben Mobilität als elementares Freiheitsrecht bezeichnet. Sie haben aber mit keinem Wort die Kosten der Mobilität erwähnt. Und erst die Bezahlbarkeit für alle, meine Damen und Herren, bedeutet die Zugänglichkeit für alle. In diesem Sinne sind die neuen Angebote gut für Schülerinnen und Schüler, für Landesbeamte und Landesbeschäftigte. Für alle anderen werden Busse und Bahnen aber weiterhin immer teurer. Die 10 Minuten Straßenbahnfahrt von Kaufungen nach Kassel kosten mittlerweile knapp 4 €. Die kurze Busfahrt von Bad Vilbel über die Stadtgrenze nach Frankfurt sogar fast 5 € pro Weg.
Eine rabattierte Monatskarte für Frankfurt-Passinhaber, also Menschen mit geringem Einkommen, kostet stolze 61 € und gilt dann auch nur in Frankfurt. Eine Pendlerin von Darmstadt nach Frankfurt bezahlt rund 180 € im Monat. Meine Damen und Herren, diese Preise die sperren viele Menschen von Mobilität aus. Freie Fahrt für einige, aber immer teurere Fahrscheine für alle anderen, das ist nicht gerecht. Und das, Herr Minister, habe ich in Ihrer Vision für 2035 vermisst. Wir brauchen günstige Fahrpreise für alle. Am besten brauchen wir den Nulltarif, und das nicht erst im Jahr 2035. Und dass so etwas geht, das haben Sie ja selbst bewiesen mit Ihrer kreativen Ausgestaltung rund um das Landesticket. Damit haben Sie ja gezeigt, dass so etwas auch möglich ist. Und natürlich, meine Damen und Herren, will ich auch über die Situation der Beschäftigten sprechen, was Sie leider nicht getan haben, Herr Minister. Über die Busfahrerinnen und Busfahrer, die durch abenteuerliche Regelungen mit unbezahlten Pausen und geteilten Schichten bei 14-Stunden-Schichten schnell unter den gesetzlichen Mindestlohn fallen. Und das bei diesem sehr verantwortungsvollen Job. Das ist eine Folge eines Wettbewerbs und einer Ausschreibungspraxis auf dem Rücken der Beschäftigten. Und mittlerweile gibt es alle paar Monate Probleme mit Busunternehmen irgendwo in Hessen, Pleiten, Pech, Personalmangel, ganz aktuell in Waldeck-Frankenberg, aber auch die Menschen in Bad Homburg, in Oberursel, in Frankfurt-Höchst, in Main-Taunus-Kreis, in Friedberg und anderswo in Hessen, die auf einen verlässlichen Busverkehr angewiesen sind, litten schon unter dem Billigwettbewerb. Der Ziel der Ausschreibungen hat keines der versprochenen Ziele erreicht. Im Gegenteil, es hat zu deutlichen Lohneinbußen geführt. Es hat zu einem Massensterben mittelständischer Verkehrsunternehmen geführt, bei einem wachsenden Einfluss internationaler Konzerne, die ihre Monopolstellung, oh Wunder, mittlerweile ausnutzen, um drastische Preissteigerungen durchzusetzen. Das ÖPNV-Angebot stagniert derweil. Die Fahrpreise befinden sich bundesweit im Vergleich auf Spitzenniveau. Und deshalb, wir sagen, Mobilität als Daseinsvorsorge gehört in die öffentliche Hand und unter demokratische Kontrolle, und zwar nicht nur dort, wo der Markt versagt, sondern überall. Es kann doch nicht sein, dass die Privaten sich die Rosinen rauspicken und für den Rest der Staat verantwortlich ist. Deswegen sagen wir auch, die Privatisierung von Bussen ist genauso falsch wie von Bahnen oder von Autobahnen. Und gerade bei den Straßen hat uns ja der aktuelle Fall A1 Mobil ein weiteres Mal aufgezeigt, dass Privatisierung von Infrastruktur ein Fehler ist. Gewinne werden privatisiert, Verluste der Allgemeinheit übertragen, und die de facto beschlossene Privatisierung der Bundesautobahn hat weiteren ÖPP-Projekten Tür und Tor geöffnet. Diese Privatisierung von öffentlicher Infrastruktur lehnen wir ab, ob bei Bussen, bei Bahnen oder bei Autobahnen. Es ist eine Aufgabe der öffentlichen Hand, für zuverlässige und gut ausgebaute Verkehrsverbindungen zu sorgen. Und insbesondere beim ÖPNV muss da mehr passieren. Auf dem Land gibt es in vielen Landstrichen praktisch keinen funktionalen ÖPNV, und in den Ballungsgebieten platzen die Züge aus allen Nähten. Hier und da gibt es eine neue Buslinie, aber es gibt keinen großen Wurf. Viele der laufenden Ausbauprojekte, eigentlich alle, sind Jahrzehnte alt. Und deshalb gibt es da eine ganze Menge zu tun. Sammeltaxis, Carsharing, Mitnahmemodelle. Sie können alle einen guten ÖPNV ergänzen, sie dürfen ihn aber nicht ersetzen. Und auch beim Thema Barrierefreiheit gibt es noch viel zu tun, und es geht viel zu langsam voran. Auch das kam in Ihrer Vision für 2035 leider nicht vor. Dabei ist Barrierefreiheit natürlich wichtig, um Mobilität für alle zu garantieren. Das gilt für alle Lebensbereiche, aber eben auch für Busse und Bahnen. Hier muss etwas passieren. Umständliche Rampen an den Zügen kann nur eine Übergangslösung sein. Und auch beim Radfahren, Herr Minister, da wird sehr viel geredet und öffentlichkeitswirksam geworben. Aber im Alltag bleibt Radfahren oft eine Zumutung. Die vom Land unterfinanzierten Kommunen haben keine Mittel für eine zusammenhängende Planung von Radnetzen. Sie müssen Stückwerk machen, wenn die Straßen sowieso saniert werden. Und dann kommt es eben oft zu diesen berüchtigten und irgendwann im Nichts endenden Fahrradwegen, die auch noch gefährlich sind. Ich sage mal so, wenn wir wenigstens schon so viele Radschnellwege in Hessen hätten, wie Sie das Wort eben in Ihrer Regierungserklärung erwähnt hätten, Herr Minister, ich glaube, da wäre schon eine ganze Menge getan. Ich will ein weiteres Thema noch ansprechen, und das ist das Thema Flughafen. Herr Minister, das ist ja schön, dass Sie jetzt
sagen, dass wir jetzt wissen, dass Sie auch Beton können, wie Sie das ja in Ihrer Regierungserklärung gesagt haben. Das wissen wir und die Menschen in der Region leider schon, seit Sie das Terminal 3 am Frankfurter Flughafen durchgewunken haben. Ja, Sie können sogar auch Flughafenausbau zum Leidwesen der Menschen in der Region. Sie begleiten das ungebremste Wachstum des Frankfurter Flughafens mit Placebo-Maßnahmen, ob das die freiwilligen Lärmverschiebungen sind, die momentan ja gerne mal ausfallen, weil sie derzeit nicht so ins Konzept passen, eine Lärmobergrenze, mit der es noch lauter werden könnte, als es heute ohnehin schon ist. Nein, aktiver Lärmschutz muss heißen, eine Reduzierung der Flugbewegung und ein echtes 8-stündiges Nachtflugverbot. Nur dann kann der Flughafen im Ballungsraum und seine Arbeitsplätze eine Zukunft haben, wenn er menschenverträglich ist, meine Damen und Herren. Alles in allem bleibt mir zu sagen, ja, die Verkehrspolitik unter den FDP-Ministern war schlechter. Aber gemessen an dem Versprechen, das die Grünen gegeben haben, nämlich eine Verkehrswende durchzusetzen, bleibt ihre Politik weit hinter dem zurück, was notwendig wäre. Meine Damen und Herren, normalerweise sollte man, wenn man in einer Debatte gesprochen hat, auch bis zum Ende bleiben und zuhören, was ich normalerweise ja auch immer mache. Aber heute, und da bitte ich um Entschuldigung und um Verständnis, heute findet in Offenbach eine Demonstration gegen die Abschiebung von Schülern nach Afghanistan statt, die organisiert wurde von Mitschülern und von Lehrern, unter anderem mit Unterstützung des DGB. In Offenbach sind mittlerweile über 70 Schüler von Abschiebung nach Afghanistan bedroht. Ich finde, es kann nicht sein, dass vom Auswärtigen Amt eine akute und offizielle Reisewarnung ausgesprochen wird, gleichzeitig aber Schüler in dieses unsichere Land abgeschoben werden. Jedes Kind und jeder Jugendliche verdient ein Recht auf Bildung, auf Unversehrtheit, auf Sicherheit und auf eine gute Zukunft. Und da wir diese Forderung natürlich unterstützen nach einem Bleiberecht, weil Afghanistan kein sicheres Land ist. Deshalb werde ich mich jetzt auf den Weg nach Offenbach machen, um an dieser Demonstration teilzunehmen und bitte um Verständnis dafür, dass ich deshalb der Debatte nicht weiter folgen kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Wissler. Als nächstes spricht der Kollege Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Staatsminister, am Anfang Ihrer Rede habe ich wirklich gedacht, dass Sie einmal ein Bild skizzieren, wie sich diese Landesregierung zukünftig Mobilität in Hessen vorstellt, und das haben Sie auch untermauert mit vielen Bildern, und dass wir vielleicht heute mal nicht dieses Klein-Klein, ihr habt früher alles falsch gemacht, dass wir uns vielleicht mal eine etwas andere Diskussionskultur gewöhnen. Sie haben mich dann allerdings relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil Sie dann wieder in alte Denkmuster zurückgefallen sind. Meine Damen und Herren, trauen wir uns doch einfach einmal, Mobilität neu zu denken. Wie stellen wir uns im Jahr 2030 Hessen vor? Wie werden wir dann in der Zukunft reisen? Wie kommen wir auf die Arbeit, zur Uni, zum Arzt? Wie werden Waren und Güter bewegt? Schon da stellt sich die Frage, woher wissen wir eigentlich, wo und wie wir in Zukunft arbeiten. Meine Damen und Herren Studenten, in 15 Jahren müssen Sie wirklich noch in Hörsälen sitzen oder werden Sie unterrichtet über neue Chancen, die die Digitalisierung bietet. Meine Damen und Herren, vielleicht gibt es gar keine klassischen Präsenzuniversitäten mehr. Wir haben ein bisschen was von Ihnen gehört, von den Bildern, die Sie auch skizziert haben. Ich könnte diese Beispiele auch mit Ihnen jetzt zusammen weiter voranbringen. Das wäre auch gut, wenn wir das wirklich parteiübergreifend mal machen würden. Aber, meine Damen und Herren, im Moment sieht die Realität etwas anders aus. Es pendeln täglich 350.000 Menschen nach Frankfurt, um dort zu arbeiten. 90.000 Frankfurter verlassen die Stadt, um irgendwo anders zu arbeiten.
Aber wo werden diese Menschen denn in 15 Jahren ihre Jobs haben? Meine Damen und Herren, ich bin mit Frau Wissler bei vielem, was sie gesagt hat, nicht einer Meinung. Aber es stimmt, dass das Wohnen und das Leben, das Arbeiten und Verkehr in einem direkten Zusammenhang gesehen werden muss. Im Moment wird viel zu sehr Lebenszeit, Energie und Ressourcen damit verschwendet, vom Wohnen, von seinem Lebensumfeld dorthin zu kommen, wo man arbeitet. Meine Damen und Herren, dort müssen wir denken, neu denken. Dort müssen wir ländlichen Raum zusammendenken mit dem Ballungsraum. Nur zusammen werden wir dort Lösungen finden. Herr Staatsminister Al-Wazir, Sie haben in Ihrer Rede, manchmal ist es ja gut, wenn man so eine Rede ja nicht schon am Abend zuvor bekommt, warum auch immer, ich hatte sie erst heute Morgen dann mal zu lesen bekommen, aber dann hat er in seiner Rede ja viel ausgeholt, was diese Landesregierung jetzt denn endlich macht. Was denn endlich macht? Und dieser jahrzehntelange Stillstand, der nun endlich ein Ende hat, Herr Boddenberg. Herr Boddenberg, wenn Sie mir fünf Minuten Ihr Ohr. Deswegen habe ich Sie angesprochen. Aber ganz ehrlich, Herr Boddenberg, hätten wir jemals als Koalitionspartner so viel Kritik an Ihnen geübt, das hätte mit Sicherheit eine Koalitionsrunde gegeben. Herr Al-Wazir, die CDU regiert seit 1999 in diesem Land. Und für alles, was Sie da kritisiert haben, für vieles zumindest, ist dann auch die CDU verantwortlich. Meine Damen und Herren, das ist ja eine schöne Argumentation eines Staatsministers. Das ist ja eine schöne Argumentation. Aber ich will mich eben mit diesen Dingen gar nicht so sehr befassen, sondern wirklich, was sind die Zukunftsfragen? Wie sieht das in der Zukunft aus? Und ich glaube, dass wir dahin kommen, wenn wir sagen, es wird eher in eine Richtung Mobilitätsdienstleistung geben. Die Frage, was brauchst du? Was brauchst du? Brauchst du es schnell? Brauchst du es abends? Brauchst du es mit Gepäck? Mit wie vielen Personen? Brauchst du einen Schlafplatz? Brauchst du eine Arbeitsumgebung? Diese Mobilitätsangebote werden verkehrsträgerübergreifend und in Reiseketten übergreifend sein. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass wenn wir uns mit diesen Modellen, die Sie auch skizziert haben, etwas auseinandersetzen, dann wissen wir auch, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Und meine Damen und Herren, mit alten Lösungen kommen wir da auch nicht so ganz weiter. Sie haben das dann leider gemacht. Sie sind dann relativ schnell in diese alten Reflexe zurückgefallen und haben dann noch viel schneller auch ihre Errungenschaften skizziert. Das ist das Fahrradfahren, das ist das zu Fuß gehen, das ist die Citybahn. Meine Damen und Herren, Kollege Schäfer-Gümbel hat es Ihnen sehr schön noch einmal dargelegt. Das, was Sie nicht gesagt haben, ist, dass es z.B. einen Landesstraßenbau gibt, der eigentlich jedes Jahr mindestens einmal 185 Millionen € bräuchte und Sie gerade einmal 99 Millionen € einstellen und Sie sich dann hier hinstellen und sagen, Sie können auch Beton. Meine Damen und Herren, das hat nichts mit Beton zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass viele Menschen auf eine Umgehungsstraße warten, die eben auch von Durchgangsverkehren belastet sind. Und meine Damen und Herren, die haben eben auch ein Recht darauf, dass wir endlich Landesstraßen bauen, um diese Kommunen zu entlasten. Meine Damen und Herren, und wir haben nur wenig gehört vom Staatsminister über den Waren- und Güterverkehr. Wir wissen, dass die Zahl der transportierten Waren und Güter weiter zunehmen wird. Aufgrund seiner zentralen Lage ist Hessen das Transitland Nummer 1. Das betont jeder. Meine Damen und Herren, mit dem Flughafen Frankfurt haben wir den größten europäischen Umschlagsplatz für Luftfracht. Aber was tun wir dafür, um Waren und Güter intelligenter zu transportieren, um Standzeiten zu vermeiden und die Sicherheit im Güterverkehr zu erhöhen? Der Lang-Lkw ist einer der Lösungsansätze, aber es wurde immer von den GRÜNEN als Teufelszeug verurteilt. Meine Damen und Herren,
Huckepack-Systeme, wenn wir uns über Schiene und Güterverkehre unterhalten, da können wir uns gerne gemeinsam, ich glaube gar nicht, dass wir so weit auseinandersetzen sind, aber dann lassen Sie uns doch noch mal wirklich darüber unterhalten, wie solche Huckepack-Systeme dann wirklich wettbewerbsfähig werden. Meine Damen und Herren, wenn man dann in die Zukunft schaut, dann muss man nicht über irgendwelche Vakuumröhren spekulieren, die jetzt in irgendwelchen Wüsten oder zukünftig in den USA entstehen werden. Meine Damen und Herren, was wir besprechen wollen, diese Zukunft ist viel näher als das, was Sie hier teilweise skizziert haben. Meine Damen und Herren, nächstes Jahr werden Bosch und Daimler ein Robotaxi auf den Markt bringen. In 4 Jahren sollen sie serienreif im Einsatz sein. Ab 2025 werden sie voll autonom gesteuert werden. Meine Damen und Herren, wir haben bei der Anhörung noch gehört, dass das autonome Fahren vielleicht weit, weit, weit in der Zukunft eine Chance hat. Meine Damen und Herren, Estland macht es. Das Fahrzeug gibt es auch hier in Deutschland. Genauso wie die Esten es fahren, gibt es es auch hier. Lassen Sie es uns endlich machen, ein Pilotprojekt mit gesteuerten Mikrobussen für den ÖPNV. Das kann eine echte Innovation sein. Meine Damen und Herren, diese Landesregierung hat diese Vorstöße von uns bisher immer nur abgelehnt. Immer nur abgelehnt. Die digitale Mobilität, Mobilität 4.0, bietet Deutschland und Hessen große Chancen. Wir wollen diese Chancen ergreifen und Hessen zum Innovationsführer im Bereich der Mobilität machen. Wir glauben, dass Start-ups und Gründer einen großen Beitrag dazu leisten können, mit neuen kreativen Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft zu reagieren. Facebook, Google, Amazon gehören heute zu den wertvollsten Unternehmen der Welt und stoßen immer neue Geschäftsbereiche vor. Wie werden denn Facebook und Google in dieser Mobilitätswelt unterwegs sein? Schaffen wir es denn in Deutschland, eigene Champions, Weltmarktführer in dieser digitalen Welt zu etablieren, oder schaffen wir es nicht? Wir haben in Hessen z.B. mit dem Holm die allerbesten Voraussetzungen dafür, um gerade solch einer neuen Start-up-Kultur auch einen Boden zu liefern und einen Rahmen zu geben. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung will Deutschland zum weltweiten Leitmarkt für autonomes, vernetztes Fahren machen. Aber wo findet Hessen da eigentlich statt? Meine Damen und Herren, mit welchen Projekten will sich Hessen als Standort für digitale Verkehrswirtschaft etablieren? Bis auf wenige Skizzen am Anfang Ihrer Rede, Herr Staatsminister, sind Sie Antworten heute schuldig geblieben. Und diese neuen Mobilitätsanforderungen und neuen Mobilitätskonzepte erfordern neues Denken, auch in der Raum- und Stadtplanung. Das ist auch heute von Kollegen schon gesagt worden. Wenn Autos ihren Gast abladen und autonom weiterfahren, brauchen wir nicht nur weniger Parkplätze, es entstehen auch neuere Anforderungen. Sie stehen zwar dann, diese Fahrzeuge, Herr Minister, stehen zwar dann nicht mehr auf einem Parkplatz, aber sie sind immer in Bewegung. Das heißt, sie sind permanent im Stadtraum. Und wir brauchen dann auch neue Anlaufpunkte für solche Mikrobusse. Wir brauchen auch unter Umständen so etwas wie einen Drohnenparkplatz, ein Drohnenparkcenter für die Warenversorgung, als das, was hier an Skizzen aufgezeigt worden ist. Meine Damen und Herren, das hat auch etwas dann direkt mit Stadtplanung zu tun. Das bleibt nicht sozusagen auf der Straße hängen. Da werden wir deutlich mehr machen müssen. Und wenn Sie das skizziert haben, ich bin ja durchaus willens und wollens, solch einen Weg mit Ihnen da zu gehen und sich auf so eine Diskussion einzulassen, aber dann müssen Sie dann schon auch sagen, wie Sie da konkret weiter voranschreiten wollen, wie denn solch eine Infrastruktur in Hessen dann auch aussehen soll, meine Damen und Herren. Ich finde, Herr Al-Wazir, und das hat leider Gottes dann auch Ihre Rede gezeigt. Also, Frau Wissler, da habe ich auch schon alle Hoffnungen aufgegeben. Also, sie ist auch sehr stark in ihren alten Strickmustern. Die Lösung der Linken ist darauf fixiert, dass das Seelenheil ist jetzt der kostenlose ÖPNV für alle. Wie das finanziert werden soll, muss Frau Wissler wahrscheinlich nie hier in Hessen jemals beantworten. Das ist auch dann gut so. Aber, meine Damen und Herren,
Herr Al-Wazir, Sie haben das leider auch gemacht. Sie sind nach einem guten Anfang dann auch wieder in Strickmuster, in grüne Strickmuster zurückgefallen. Und bei Ihnen sieht das eben so aus, dass Ihr Seelenheil die Elektromobilität ist. Ich finde das dann auch übrigens ganz spannend, wenn der Kollege Caspar dann eine etwas andere Position einnimmt und auch die SPD dankenswerterweise doch das deutlich differenzierter gesagt hat, dass wir uns technologieoffen in solch eine Diskussion hineinbegeben sollen. Meine Damen und Herren, die Zukunft- und Technologieoffenheit wird bei den GRÜNEN scheinbar eher von Parteitagsbeschlüssen bestimmt, als dass sie von Vernunft getrieben ist. Wir vertrauen auf Innovationskraft von Ingenieuren und Entwicklern. Wir beginnen die Debatte nicht mit einer Verbotsdiskussion wie die GRÜNEN das machen. Wir stehen für Innovations- und Technologieoffenheit. Deshalb, meine Damen und Herren, deshalb gehört auch für uns der Diesel ganz klar dazu. Herr Al-Wazir, ich habe das deutlich gehört, was Sie auch zur Dieseltechnologie gesagt haben. Das hört sich manchmal doch sehr anders an. Ich sage aber für uns Freie Demokraten, Fahrverbote wird es mit uns nicht geben. Sie sind nichts anderes als Enteignung. Und wir sehen auch in der Dieseltechnologie durchaus immer eine gute Zukunft, weil der Diesel dazu beiträgt, die CO2-Ziele Deutschlands zu erreichen. Der Lenders hat es gesagt, CO2-Ziele Deutschlands zu erreichen, meine Damen und Herren. Nicht, dass ich nachher wieder dumme Fragen kriege. Und weil es eben auch der Diesel für Menschen bezahlbar ist. Meine Damen und Herren, wir sind gegen Fahrverbote, weil sie Zehntausende Pendler in Hessen treffen und damit die Menschen bestrafen würden, die am wenigsten für die aktuelle Situation was dazu können. Herr Al-Wazir, statt hier das Märchen vom bösen Diesel zu erzählen, sollten Sie einmal sagen, dass der Verkehrssektor seit 1990, also länger als die CDU regiert, die Stickoxide-Emissionen um 70% gesenkt hat. Meine Damen und Herren, im Verkehrsbereich um 70% gesenkt hat. Noch nie waren die Autos so umweltfreundlich wie heute. Ihr Ansatz ist aber eher, das Auto zu verteufeln und andere Technologien außer dem Elektroantrieb eine Absage und Verbote zu erteilen. Meine Damen und Herren, wer angesichts dieser Fakten Angst und Hysterie schürt, handelt unverantwortlich. Unverantwortlich. Die Bürger haben für solche Geisterfahrerdiskussionen, die meilenweit an der Realität vorbei sind, kein Verständnis. Herr Boddenberg, so komisch ist das nicht, weil die Menschen, die ein Dieselfahrzeug haben, ich habe ja gar nicht gesagt, dass Sie es lustig finden. Ich wollte Sie nur mal freundlicherweise direkt ansprechen. Ich lasse Sie auch gerne zu. Lassen Sie mich nur gerade den Satz, dann dürfen Sie. Herr Boddenberg, ich glaube, dass es den Menschen, dass wir für sie Antworten finden müssen, weil alleine derjenige, der jetzt noch ein Dieselfahrzeug fährt, was den Wertverlust anbelangt, überhaupt keine Antworten gegeben werden aus dem Dieselgipfel, der maßgeblich von dieser Bundesregierung auch betrieben worden ist. Gerne auch die Zwischenfrage. Ja, Herr Kollege, Sie haben von Geisterfahrern gesprochen. In dem Zusammenhang eine Frage. Wer ist denn das aus Ihrer Sicht? Ist Ihnen bekannt, dass es eine Klage der Europäischen Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland gibt? Und wenn ich darf, noch eine zweite Frage. Hat denn die FDP eine Antwort auf dieses Verfahren bzw. auf die Notwendigkeiten, die sich aus der Überschreitung von Grenzwerten ergeben? Herr Boddenberg, das ist ja vor allen Dingen auch für ein hessisches Unternehmen ein Riesenproblem, dass die Europäische Union diese Pakete zusammengeschnürt hat. Aber wir müssen auch klar sagen, sollte es nicht gelingen, den Diesel zu etablieren, in den Fahrzeugflotten zu etablieren, dann werden Unternehmen wie Opel immense Strafzahlungen zu leisten haben, weil sie es im Flottenverbund nicht hinbekommen. Es ist einer der Gründe, warum sich General Motors damit beschäftigt hat,
Ist der Diesel, ist es die Fahrzeugindustrie in Europa zukünftig noch ein Modell, ein Geschäftsmodell, was man wirtschaftlich betreiben kann, oder ist es keins mehr? General Motors ist zu dem Entschluss gekommen und hat gesagt, nach vielen Überlegungen, haben gesagt, mit dem, was die Europäische Union da vorhat, muss Schluss sein. Herr Boddenberg, dann lassen Sie uns gemeinsam dafür kämpfen, dass aus Europa nicht solch ein Unfug kommt, der eine Schlüsselbranche in Deutschland kaputt macht. Wenn die deutsche Umwelthilfe, die nicht nur Aufträge von Toyota bekommt, sondern auch vom Land Hessen, wenn die deutsche Umwelthilfe solche Generalangriffe auf die deutsche Automobilindustrie fährt, auf den Diesel, meine Damen und Herren, da gefährden wir Tausende von Arbeitsplätzen, und da kann man nur die Bundesregierung auffordern, dort etwas dem entgegenzusetzen, meine Damen und Herren. Da haben Sie uns sofort an der Seite, Herr Boddenberg. Das müsste die Antwort sein. Lassen Sie uns gemeinsam nach Brüssel marschieren und das nicht zu, dass man diese Arbeitsplätze kaputt macht. Meine Damen und Herren, Verbote einer Technologie sind genauso falsch wie staatliche Quoten für Elektroautos. Beides führt ja am Ende in eine technologische Sackgasse. Das hat Ihnen der Kollege Kasper auch versucht zu sagen, wenn der Widerspruch auch nicht ganz so deutlich wurde. Meine Damen und Herren, Elektroautos sind heute keinenfalls die saubere, umweltfreundliche Alternative. Auch Elektroautos produzieren Feinstaub. Auch Elektroautos bringen einen Rucksack an CO2-Emissionen mit. Meine Damen und Herren, die Bilanz von erst ab 80.000 km Fahrleistung batteriebetriebener Fahrzeuge wird die CO2-Bilanz besser. Das haben Ihnen die Kollegen schon gesagt. Meine Damen und Herren, aber auch alleine bei der Gewinnung der seltenen Erden, der Rohstoffe, die wir für die Batterietechnologie brauchen, wenn wir uns einmal anschauen, in welchen Ländern das passiert und zu welchen Rahmenbedingungen das passiert, dann kann man nur wirklich sagen, Elektromobilität mag bei bestimmten Verkehrsträgern sinnvoll sein, aber es ist mit Sicherheit nicht des Weisheits letzter Schluss. Und deswegen ist solch eine Schwarz-Weiß-Technologie oder so ein, Entschuldigung, also ein Schwarz-Weiß-Denken bei weitem nicht richtig. Wir können heute nicht sagen, wie die Mobilität in den nächsten Jahrzehnten aussehen wird. Meine Damen und Herren, aber wir wissen schon heute, dass der Wettbewerb um die beste Technologie begonnen hat. Und da gehört die Elektromobilität dazu. Da gehören aber auch noch neue Antriebstechnologien, wie z.B. die Brennstoffzelle oder ganz neue Kraftstoffe gehören dazu. Meine Damen und Herren, auch in Zukunft sind wir elementar auf eine funktionierende Straßenverkehrsinfrastruktur angewiesen. Meine Damen und Herren, jeden Tag beißen Zehntausende Pendler entnervt ins Lenkrad, weil sich Bauarbeiten verzögern. Und, Herr Al-Wazir, Sie haben viel zu verschulden, aber nicht die Bundesbaustellen von Hessen Mobil. Meine Damen und Herren, aber trotzdem darf man sicherlich sagen, dass diese Landesregierung bei den finanziellen Mitteln, die zur Verfügung gestanden hätten in Berlin und die noch nicht einmal ganz abgerufen worden sind, also ich weiß nicht, ob sich der bayerische Verkehrsminister oder der bayerische Ministerpräsident bei Ihnen schon einmal bedankt hat für das Geld, was er jetzt da verbauen darf. Meine Damen und Herren, es ist leider Gottes ein Stück weit Ideologie. Und den Menschen, die jeden Tag hier im Stau stehen, die jeden Tag nach Frankfurt rein- und rausfahren, den werden Sie nicht mit einer Zu-Fuß-Gehen-Kampagne wirklich eine Lösung anbieten können. Den werden Sie auch nicht, wer von Melsungen nach Kassel muss, um dort seiner Arbeit nachzugehen. Meine Damen und Herren, Herr Al-Wazir, den werden Sie nicht mit einem Radschnellweg begegnen können. Der kann dann die Regiotram nutzen. Ja, dann, die hat dann zumindest ja noch einmal einen Verkehrsminister Dieter Posch gemacht. Meine Damen und Herren, wir haben so viele Probleme. Aus eigenen Mitteln hat das Land zu all den Wohltaten, die sie hier schon verkündet hat, hat das Land rund 340.000 € in diese Zukunftsfelder hineingesteckt, die Sie am Anfang Ihrer Rede skizziert haben. Meine Damen und Herren, davon sind 300.000 für ein Projekt, das der Vorgänger von Herrn Al-Wazir, Herr Posch, angestoßen hat. Diese Bilanz ist nach solch einer Rede eher peinlich. Mobilität 4.0 ist nicht nur ein technisches Thema,
Es ist auch eine Geisteshaltung. Es setzt eine Einstellung voraus, neue Dinge auszuprobieren, Verkehrspolitik nicht ideologisch zu betreiben, auch nicht vorher wissen zu wollen, was am Ende der Entwicklung steht. Mag sein, dass Schwarz-Grün halbwegs geräuschlos regiert. Aber für die Menschen in Hessen ist dies eher eine Friedhofsstille. Vielen Dank. Danke, Herr Lenders. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN erteile ich Frau Müller das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Da ja in den letzten Reden wieder so viel von Problemen geredet worden ist, ist es an der Zeit, jetzt mal wieder von Lösungen zu reden und auf den Ausgangspunkt der Regierungserklärung des Verkehrsministers zurückzukommen. Genau, Herr Rudolph. Hessen ist Vorreiter für eine zukunftsfähige Mobilität. Und bei dieser Mobilität der Zukunft werden die Wahlfreiheit der Verkehrsmittel, ein hohes Maß an Mobilität und der Klimaschutz zusammengebracht. Damit schaffen wir mehr Lebensqualität und mehr Mobilität und weniger Verkehr, und das in einem Transitland wie Hessen. Und das mit einem grünen Verkehrsminister, der in dieser Regierung mit der CDU anscheinend die Richtung geändert hat, was FDP-Minister anscheinend ja nicht geschafft haben, wie Herr Lenders hier gerade ausgeführt hat. Wir haben einen Plan, und wir arbeiten kontinuierlich daran, dass dieser umgesetzt wird. Was ich bisher gehört habe, ist kein Konzept. Es wurden Staumeldungen vorgelesen, 5 Minuten von Herrn Schäfer-Gümbel. Er hätte ja die von NRW vorlesen können, dann hätte er über eine halbe Stunde gebraucht, weil NRW Stauland Nummer 1 ist. Konzept darf ein bisschen mehr sein. 3.000 Busse gibt es, die sollen sofort ersetzt werden. Nachhaltig wäre das in keinem Fall, wenn wir jetzt sofort alle Busse verschrotten und dafür E-Busse anschaffen. Zudem gibt es kaum E-Busse. Und so einfach, die Busse auszutauschen, ist es auch nicht. Wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigt hätten, wüssten Sie, dass ja die Linienführung genau berechnet werden muss, dass man nicht alle Busse überall einsetzen kann. Also einfach etwas zu fordern, ohne Ahnung, ist noch kein Konzept. Und zur FDP. Ich war ja angenehm überrascht, Herr Lenders, dass Sie nicht gleich wieder gewettert haben, was mit der A44, der A49, der A76 oder sonst irgendwelche Straßen ist, sondern Sie sich jetzt auf das autonome Fahren fokussiert haben. Aber außer dem autonomen Fahren habe ich ehrlich gesagt auch nicht viel gehört. Wenn das die einzige Vision ist und jetzt im Moment kümmern wir uns nicht um die Probleme, dann helfen Sie den Menschen vor Ort auch nicht. Wir brauchen eine Verkehrswende, denn die Energiewende ist nötig. Außer der FDP und Herrn Trump bestreitet das auch niemand mehr. Und um die Klimaschutzziele zu erreichen, brauchen wir gerade im Verkehrssektor eine andere Mobilitätspolitik. Mit einem Weiter-so werden die weltweit beschlossenen Nachhaltigkeitsziele nicht umgesetzt werden können. Das ist allen klar. Und die Diskussion um den Diesel verstärkt die Diskussion allenfalls, ist aber nicht der Auslöser dafür. Und ob es Einfahrverbote geben wird oder nicht, keiner will sie, wird aber auch nicht davon abhängen, was Herr Schulz einen Tag sagt, Frau Hendricks dem anderen, weil da sehe ich auch nicht, was er für Lösungen hat, um die Grenzwerte von Stickoxid einzuhalten. Denn die Grenzwerte sind keine grüne Erfindung, wie ich jetzt in der Presseerklärung von Herrn Lenders lesen konnte. Die Grenzwerte sind auf EU-Ebene festgelegt worden. Und einfach in einem gleitenden Sinkflug die zu ändern, wird nicht funktionieren, Herr Lenders. Die Grenzwerte gibt es aber, und wir leben in einem Rechtsstaat. Das hat die FDP auch einmal gewusst. Und es ist ein einklagbares Recht der Menschen auf eine unversehrte Gesundheit. Jedes Jahr sterben weltweit Menschen durch Stickoxide von Dieselabgasen. Da kann man doch nicht die Hände in den Schoß legen und das einfach ignorieren und einfach nichts tun. Aber wie gesagt, Stickoxid ist nur ein Teil des Problems. Das größere Problem ist der CO2-Ausstoß. Da gibt es klar vereinbarte Ziele. In Hessen verursacht der Verkehr über 36% aller CO2-Emissionen. Das liegt an der Transitfunktion. Und deswegen ist es eine große Herausforderung, umzusteuern.
und Mobilität zu gewährleisten mit weniger CO2. Und daran arbeiten wir. Die Herausforderung haben wir angenommen und uns auf den Weg gemacht zu mehr Lebensqualität, mehr Mobilität und weniger Verkehr und mehr Klimaschutz. Die Mobilität der Zukunft ist nicht fokussiert auf ein Verkehrsmittel. Die Menschen leben bereits jetzt multimodal, insbesondere die jungen Menschen in den Ballungsräumen. Das Handy wird zum Zündschlüssel, das Auto ist ein Baustein in einer Wegekette und wird genutzt, aber muss nicht immer besessen werden. Auf manchen Wegen fährt man mit dem Auto und auf manchen mit dem Fahrrad. Manche Wege geht man zu Fuß oder nutzt Busse und Bahnen. Dafür optimale Bedingungen zu schaffen, das ist Aufgabe der Politik. Denn die Menschen sind schon viel weiter als der Gesetzgeber und erwarten zu Recht, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, damit diese Multimodalität funktioniert und die Menschen stressfrei von A nach B kommen. Daran arbeitet die Landesregierung, und ganz konkret wurden seit der Regierungsübernahme alle Verkehrsmittel in den Blick genommen. Wo Nachholbedarf war und ist, wird kontinuierlich daran gearbeitet, dies aufzuholen. Es wird Sie verwundern, aber ich fange mal mit den Straßen an. Denn dort gab es und gibt es einen Sanierungsstau, wurde ja hier oft auch beklagt, aber daran geändert wurde bisher nichts. Wir haben Neubau vor Sanierung als Leitmotiv, und deswegen wird so viel Geld in die Sanierung vor Neubau und investieren in ein ordentliches Straßennetz. Ich wollte mal gucken, ob Sie zuhören. Hat funktioniert. Mit der Sanierungsoffensive 2016 bis 2022 weiß jeder, welche Straße wann in den nächsten Jahren saniert wird. Die 540 Einzelmaßnahmen werden nach Dringlichkeit abgearbeitet und nicht nach dem Datum von Landrats- oder Bürgermeisterwahlen. Die Landesmittel sind kontinuierlich erhöht worden, und das ist ein gutes Signal für den Erhalt der Straßeninfrastruktur, für die Substanz vor allen Dingen. Auch bei den Bundesmitteln aus dem Bundesverkehrswegeplan wird nach klaren Kriterien und der Dringlichkeit gehandelt. Das Land investiert besonders in Brücken- und Autobahnknoten. Wenn manchen das zu lange dauert, wie hier suggeriert wird, auch der Ausbau der Schieneninfrastruktur, die Abteilung Zaubern wurde leider noch nicht besetzt. Wir gewährleisten dadurch, dass das Bundesstraßennetz weiter funktionstüchtig ist. Auch wenn es jetzt zu Einschränkungen kommt, weil überall gebaut wird, kann der Verkehr immerhin weiterlaufen. Die Bergshäuser Brücke musste verengt werden, aber in Hessen wurde noch keine einzige Brücke gesperrt. Das gab es in Hessen zum Glück noch nicht. Zusammengefasst zum Bereich der Straße. Der Weg, den die Landesregierung beschritten hat, auf dem geht es immer nach Dringlichkeit. Sanieren ist immer besser, als neu zu bauen. Das ist nachhaltig und zukunftsweisend, und das ist ein wichtiger Baustein für das mobile Hessen. Die öffentlichen Verkehrsmittel, Busse und Bahn, sind das Rückgrat der Mobilität. Ohne Busse und Bahn würde der Verkehr gerade in den Ballungsräumen völlig zum Erliegen kommen. Was das bedeutet, konnten wir erleben, als die Bahn gestreikt hat. Wenn alle Menschen sich auf die Straßen drängeln, dann kommen die, die wirklich darauf angewiesen sind, mit dem Auto zu fahren, auch nicht weiter. Und deswegen sind Busse und Bahnen das Rückgrat bei Massentransportmitteln. Und deswegen an dieser Stelle auch noch einmal das Lob an den Ministerpräsidenten und den Wirtschafts- und Verkehrsminister. Ja, ich habe noch gar nicht genug gelobt, die sich dafür eingesetzt haben, die sich beim Bund dafür eingesetzt haben, was ja, die sich beim Bund dafür eingesetzt haben, dass die Regionalisierungsmittel erhöht worden sind. Das hätte noch mehr sein können, aber das ist die Grundlage, um den regionalen Schienenverkehr aufrechtzuerhalten. Die Mittel sind eine gute Grundlage, aber bei Weitem nicht ausreichend, um die steigenden Bedarfe bei Bussen und Bahnen zu finanzieren. Deswegen nimmt Hessen seit Langem jetzt wieder eigene Landesmittel in die Hand. 124 Millionen eigene Landesmittel in 5 Jahren für Busse und Bahnen. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Wieder. Also, es gab schon einmal Zeiten unter Rot-Grün, wenn ich erinnern kann, da gab es schon einmal eigene Landesmittel. Ich habe es doch gerade gesagt. Also,
Ich hab, egal. Ja, genau. Ich komme ja auch aus Nordhessen, aber so viel Gemähre bringe ich hier nicht zustande. Also, und auch die Kommunen haben ihren Beitrag geleistet, indem sie die Zweckbindung aus den KfA-Mitteln für den ÖPNV zur Verfügung gestellt haben. Diese Erfolgsgeschichte kann jetzt weitergehen, wenn wir eine ausreichende Finanzierung haben. Rund 800 Milliarden € im Jahr geben wir für den ÖPNV aus. Das sind 24% mehr als bei der letzten Finanzierungsvereinbarung. Ich finde, das ist ein großartiger Erfolg, der sich auch sehen lassen kann. Aber damit nicht genug, um möglichst viele Menschen in den ÖPNV bequem einsteigen zu lassen und diesen nutzen zu lassen und den ÖPNV zu stärken, gibt es die Freifahrtregelung für alle hessischen Landesbediensteten. Es ist für viele eine zusätzliche Lohnerhöhung, da sie ihr Ticket nicht mehr selbst zahlen müssen. Und zum anderen ist es ein Beitrag zum Klimaschutz. Viele, die das Ticket haben, haben es jetzt sowieso und werden auch einfacher einsteigen, bequem einsteigen und fahren und sich überlegen, ob sie das Auto nehmen. Und der eine oder andere wird das Auto stehen lassen. Das haben mir auch schon einige berichtet. Sie werden in Zukunft stressfrei an den Arbeitsplatz kommen. Sie brauchen keinen Parkplatz mehr zu suchen und müssen die Zeit des Fahrens nicht mehr aufwenden, sondern können andere Dinge tun, wie mal ein Buch lesen oder neue Bekanntschaften knüpfen oder. Das Leben wird vielfältiger, lebenswerter, alles mit der Freifahrtregelung, die wir jetzt ab 01.01.2018 schaffen werden. Also ein Gewinn für den Klimaschutz und für die Lebensqualität. Wie das letztendlich genutzt wird, das Jobticket, werden wir dann sehen. Aber die Rückmeldungen sind bisher sehr positiv. Was? Ich habe doch gerade gesagt, hören Sie doch zu, Herr Rudolph, dass wir das sehen werden. Ich habe gesagt, wie es genutzt wird, werden wir sehen. Aber die Rückmeldungen sind positiv. Kann ich doch weitergeben. Wer genau zuhört, erspart sich die Zwischenrufe. Also, was wir jetzt schon sagen können, was ein großer Erfolg wird, ist das Schülerticket. Ich warte mal ein bisschen, bis Sie sich beruhigt haben. Ja, Frau Müller, meine Damen und Herren, die Frau Müller hat das Wort und Sie lauschen bitte. Auch, Herr Rudolph, hören Sie ein bisschen zu. Genau, und nicht als dazwischen quatschen und falsch verstehen. Also, was wir bis jetzt schon erleben können, ist der volle Erfolg des Schülertickets. Die beste Fahrkarte, die es jemals gab, seit die Tickets erfunden wurden. Auch hier ist es ein Beitrag zum Klimaschutz, wenn die Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und die Freiwilligendienste einfach und bequem für 1 € durch ganz Hessen fahren können. Nach der Ausbildung merken sie dann, wie bequem das ist und wollen gar kein Auto mehr. Ich habe es ja im Eingang schon erwähnt, der Trend bei jungen Leuten, gerade im Ballungsraum, geht dazu, ein Auto eher zu benutzen, statt zu besitzen. Und für die Fahrten, die sie bequem mit dem ÖPNV machen können, werden sie den auch weiter nutzen und dem ÖPNV treu bleiben. Und das Schülerticket hat noch weitere Komponenten. Auch das Schülerticket hat soziale Komponenten, nämlich die Eltern werden entlastet, weil sie nicht mehr als Elterntaxi fungieren müssen. Wir konnten gerade jetzt in den Zeitungen lesen, dass das oft zu Unfällen führt, gerade zum Schuljahresbeginn, weil Eltern kreuz und quer stehen. Das könnte man verhindern, wenn sich Kids zusammentun mit ihrem Ticket, mit dem sie jetzt ganz hessenweit fahren können und damit selbstständig zur Schule fahren und damit auch selbstständiger werden. Und ein Wort noch zu der Kritik, zu der angeblichen Ungerechtigkeit. Also, ich weiß nicht, was daran ungerecht ist, wenn alle jetzt mehr Leistung kriegen für weniger Geld. Das ist nicht ungerecht, das ist gerecht, und das ist ein Beitrag, den diese Landesregierung zum Klimaschutz, zur Lebensqualität und zur Mobilität für Kinder und Jugendliche und auch zur Bildungsgerechtigkeit leistet. Und am Schulgesetz wurde nichts geändert. Also die 3-Kilometer-Regelung gab es vorher auch schon. Und dass man jetzt eine Neiddebatte lostritt, dass diejenigen, die über 3 Kilometer weg wohnen, es erstattet bekommen und die anderen nicht, zeugt davon, dass man einfach eine gute Sache nicht anerkennen kann.
nachdem wir jetzt, ich kann mich nicht so oft jetzt unterbrechen lassen, sonst komme ich nicht mehr zu meinem Lieblingsthema, nämlich nachdem wir jetzt die Erfolgsstory von Bussen und Bahnen und Straßen gehört haben, wird es Zeit auf die Erfolge im Rad- und Fußverkehr und insgesamt im Bereich Nahmobilität zu blicken. Dieser Bereich wird ja, ich sehe es gerade, von der FDP immer gerne belächelt. Sie kennen ja auch nur Straßen und zu Rad und Fuß gehen, wird immer als Lächerlichkeit abgetan. Aber gerade in diesem Bereich kann man mit relativ wenig Geld viel für Klimaschutz und Lebensqualität tun. Das eine ist die Infrastruktur. Da hat Hessen noch einen Nachholbedarf. Deswegen wird in die Radwege an den Landesstraßen jetzt 4 Millionen investiert. Die hatten Sie vorher auch im Haushalt stehen, haben Sie aber nicht ausgegeben. Jetzt ist klar festgelegt, 60 Radwege bis 2022 sollen gebaut werden. Das ist ein großer Schritt nach vorne. Und die meisten Radwege sind ja in kommunaler Hand. Die Geschichte, dass der Radweg aufhört, hat ja nicht die Landesregierung gemacht, sondern liegt in der Verantwortung der Kommunen. Auch hier stellt das Land den Kommunen jährlich 7 Millionen Euro für Rad- und Fußverkehr zur Verfügung. Aber wie gesagt, das eine ist das Geld und die Infrastruktur, aber es braucht meistens noch mehr als die Hardware. Deswegen ist die Gründung der AG Nahmobilität aus meiner Sicht ein Meilenstein, um den Rad- und Fußverkehr voranzubringen. Mittlerweile ist die Hälfte der hessischen Kommunen Mitglied in der AG Nahmobilität. Voneinander lernen, mit Fachleuten diskutieren, im Wettbewerb um die besten Konzepte streiten und den Rad- und Fußverkehr voranzubringen, ist die Idee, die wunderbar funktioniert. Und wir haben schon gehört, auf dem letzten Kongress ist eine Nahmobilitätsstrategie verabschiedet worden. Dafür wird Geld bereitgestellt, um die Kommunen zu unterstützen, mehr in diesem Bereich zu tun und voranzukommen. Denn die Erfolgsstory der Elektromobilität ist auch schon gesagt worden, ist bei den Pedelecs schon weit vorangeschritten. Dafür braucht man eine Infrastruktur. Darauf müssen die Kommunen reagieren. Es braucht vernünftige Abstellplätze. Die können alle gefördert werden und vernünftige Radwege. Sie brauchen die Verknüpfung von Radverkehr und ÖPNV. Und auch bei der Verkehrssicherheit gibt es einige Stichpunkte, an denen gearbeitet wird. Allerdings sind auch schon, oder nicht allerdings, andererseits sind eine Menge Meilensteine geschafft worden. Die Nahmobilitätsstrategie habe ich erwähnt. Es gibt das hessenweite Schulradeln, es gibt die Meldeplattform, wo jede Kommune sich kostenlos anmelden kann, wo sofort jede Lücke oder jedes Schlagloch gemeldet werden kann. Es gibt jetzt ein Handbuch zur Beschilderung der Radwege, auf das wir noch mehr Sterne bei den Radfernwegen bekommen können, weil wir das jetzt endlich auch ordentlich zertifizieren können. Es gibt einen überarbeiteten Radroutenplaner und. Also, es ist hautnah zu spüren, dass sich etwas verändert in diesem Land. Die Voraussetzungen sind geschaffen. Und gerade bei den jungen Menschen haben wir die Chance, das Mobilitätsverhalten zu verändern und dann auch im Bereich Klimaschutz und Grenzwerte viel zu erreichen, ohne irgendwelche Verbote, sondern nur mit Angeboten, die die Menschen dann auch gerne nutzen werden. Es gibt noch einen weiteren Bereich, um den sich diese Landesregierung kümmert. Das ist das betriebliche Mobilitätsmanagement. Im Moment ist es so, ein Auto hat 5 Sitze. Meistens wird nur einer genutzt. Gucken Sie sich einmal um, dann sehen Sie, meistens fährt nur ein Mensch in diesem Auto mit. Aber immer mehr Unternehmen und die IVM im Auftrag der Landesregierung erarbeiten Konzepte für betriebliches Mobilitätsmanagement, dass das Auto auch effektiv genutzt werden kann. Das spart natürlich auch. Zum einen Geld für die Beschäftigten und zum anderen aber auch keine Parkplatzsuche mehr und. Da ist ein enormes Potenzial drin. Das merkt man daran, dass sich viele Unternehmen in diesem Bereich gründen, um die ökonomischen Potenziale auch auszunutzen und um Menschen ökologischer, bequemer und günstiger an ihren Arbeitsplatz zu bringen. Der Verkehrsminister hat die Vision für die kommenden Jahre skizziert. Hessen ist gut aufgestellt mit einer Mobilitätspolitik, um auf die kommenden Herausforderungen zu reagieren. In diesem Sinne, lassen Sie uns gemeinsam an der Mobilität der Zukunft arbeiten. Lassen Sie uns für alle Verkehrsteilnehmer für gute Rahmenbedingungen sorgen. Danke schön, Frau Müller. Wir sind am Ende der Debatte angelangt. Die Regierungserklärung ist abgegeben, entgegengenommen und besprochen worden.